Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Ruf Bergmann. Ja, ich hatte bei der letzten Folge hatte ich ein Problem gehabt und zwar mit Bild- und Tonaufnahmen. Das hat leider nicht so geklappt, wie ich das wollte. Dann habe ich das Ganze natürlich nochmal aufgenommen. Und ja, da hat der Ton versagt. Also irgendwie funktioniert bei OBS gerade momentan nicht. Jetzt nehme ich den Ton separat extra auf. Ich hoffe, dass die Qualität dadurch natürlich jetzt nicht leidet. Jetzt muss ich euch aber leider erstmal kurz erklären, was ich denn in den Folgen, die aufgenommen worden sind und leider nicht geklappt haben, alles so passiert ist. Und zwar, wir haben das Feld angesät. Hinten, das hat der Helfer gemacht. Da gab es ein paar Schwierigkeiten, aber zum Schluss hat er es auch gemacht. Wir haben ja die Wiese abgemäht und die Silageballen haben wir jetzt daraus gepresst, hier erstmal hingestellt. Dann hatten wir, was hatten wir jetzt noch gemacht? Jetzt muss man mal überlegen. Wir hatten, genau, wir hatten eine neue Sämaschine gekauft. Kann ich euch mal einmal zeigen. So, wir haben einmal diese Sämaschine gekauft. Die ist 6 Meter lang und eben halt entsprechend etwas größer wie die alte, die wir vorher hatten. Deswegen steht hier vorne auch noch das Saatgut von der alten Sämaschine. Nee, da ist gar nicht. Da ist das Dünger. Der Kalk ist das noch. Stimmt. Weil wir hatten. So, da eben einmal hinflitzen. Damit ihr auch wirklich auf dem neuesten Stand seid. Ihr seht auch, der Schlepper steht da hinten. Da war er war nämlich stehen geblieben. Wir hatten hier gedüngt. Und das müssen wir anwalzen. Das heißt, ich hole gleich den Schlepper da eben weg. Und was wir noch gemacht haben ist, da werden wir jetzt eben einmal hinwandern. Upsala, ist einmal unser Garten. Da, ja genau, da laufen wir mal eben kurz ganz schnell hin. Wir haben nämlich unseren Garten eingerichtet. So. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn man aufnimmt und es klappt nicht so, wie ich das gerne hätte, weil ich alles vorbereitet habe. Naja. So, unser Garten. So, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Wir werden hier aber eben ganz kurz eben aufräumen. Und dann müssen wir mal gucken. Wir können den Wasserfass haben wir jetzt hier stehen. Den haben wir extra, wo hatte ich letztes Mal hingefahren. Weil ich das Problem hatte, dass das mit den Eimer, das kann ich dir auch mal einmal, kann ich euch einmal zeigen, gar nicht so einfach ist. Und deswegen, oh guck mal, der ist sogar noch voll. Der Eimer ist noch voll. Und irgendwie hat das nicht so geklappt, wie ich das wollte. Jetzt klappt es auf jeden Fall. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann weiß ich nächstes Mal Bescheid. Gemüse gedeiht hier. Wir haben jetzt hier Tomaten, wir haben Gurken, Erdbeeren, wir haben Weintrauben und wir haben auch die Apfelbäume hier Wasser gegeben. Das heißt, wir können jetzt demnächst dann richtig was ernten. Gedüngt haben wir auch. Restdünger steht dann hier, oder liegt hier noch drin. Das haben wir eben die Gießkanne auch eben einmal weg. Und dann gucken wir, ob das dann alles so klappt. Ich hoffe, dass es mit der Aufnahme hier und den Ton, den ich separat aufnehme, dass es auch wirklich klappt. Und dass wir dann eben halt bei den nächsten Folgen den Fehler dann auch schnell behoben kriegen. Ich weiß nämlich nicht, woran das liegt. Muss mal gucken, vielleicht muss ich mal ein Update machen von OBS, da das deswegen nicht klappt. Ich habe echt keine Ahnung. Deswegen separat aufnehmen. So, was ich eigentlich noch wollte ist. Ja, grüß Gott. Ich war überlegen, ob wir dieses Feld hier noch kaufen. Da sind Sojabohnen drauf. Das Problem ist aber, ich weiß gerade gar nicht, müssen wir eben gucken, wie teuer das Feld jetzt nochmal war. Ob wir uns das überhaupt noch leisten können. Jetzt muss ich mal gucken. Garten, das heißt Feld 6.
Für 82.000 könnten wir uns noch leisten. Dann machen wir das nämlich sofort. Kaufen wir uns das nämlich auch. So, dann haben wir das nämlich auch im Besitz. Und hier muss nämlich auch gegen Unkraut gespritzt werden, wie man auch ganz deutlich sehen kann. Das heißt, wir werden jetzt unser Düngerstreuer mal wieder wegpacken und werden dann einmal, ja, hier wechselt Unkraut auch schon. Ach nee, doch nicht. Und werden dann einmal drüber spritzen und walzen müssen wir hier. Das heißt, wir müssen auch sofort eine Walze kaufen und dann wird das Geld wahrscheinlich auch schon fast wieder zu Ende sein. Viel Geld haben wir nicht mehr. Leider. So, fahren wir den mal eben einmal zurück zum Hof. So. Oh, bin vorbeigefahren. Muss er hier schon wieder ab? Ja, ich hoffe, die anderen Videos haben euch bis jetzt alle ganz gut gefallen. Und ihr habt Spaß daran. Für Veränderungen oder was ich vielleicht noch besser machen könnte, könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schreiben. Da bin ich komplett offen, da ich ja komplett neu bin. Und mich da erstmal reinfuchsen muss, alles was zwecks YouTube-mäßig zu tun hat. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. So, jetzt müssen wir eben gucken. Wir packen den da hinten jetzt wieder rein. Und dann werden wir eben Spritze holen, dass wir dagegen Unkraut eben spritzen können. Ja, geht doch. So, und jetzt ab zum Händlein. Und die Spritze holen. Na, ich bin auch am Überlegen, ob ich mir vielleicht die Schafe oder Ziegen noch kaufe. Ach stimmt, muss ich euch eigentlich auch noch zeigen. Wir hatten in der Folge, was ich, wo die Aufnahme leider daneben gegangen ist, Ziegen gekauft. Ach, Ziegen nicht, Enten. Wir haben kleine Entenküken, haben wir jetzt auch bei uns da bei den Hühnern laufen. Kann ich euch nachher auch mal zeigen. Ist sehr putzig, muss ich ehrlich sagen. So. Upsala. Wenn ihr im Hintergrund ein bisschen was ticken hört, das ist die Eieruhr. Die habe ich mir jetzt gestellt, damit die Folgen nicht zu lang und nicht zu kurz werden. Weil ich beim Zocken selber immer die Zeit. Ah, wow, hat er geknallt? Oh ne, nicht ganz, aber fast. Da ich die Zeit dann immer vergesse und dann nachher dann zum Schluss nicht mehr genau weiß, wie lange war das jetzt, wie lange war das nicht. Deswegen habe ich jetzt die Eieruhr als Hilfe. Und das sollte eigentlich ganz gut klappen dann. So, hier sind ja die Sachen, die hatten wir letztes Mal gekauft. Da wart ihr, glaube ich, auch noch mit dabei, so wie ich das weiß. Und jetzt gehen wir beim Händler hin und holen uns die anderen Sachen, die wir noch brauchen. Und zwar brauchen wir erstmal eine Spritze. Dann gucken wir mal eben. Da könnten wir eigentlich ohne Zusatztank erstmal machen. Müsste eigentlich ohne Zusatztank reichen, aber weiß ich noch nicht. 7, das ist dann 8. 8, 8, 8. Okay. Kaufen. Das Geld wird knapp. Das Geld wird knapp. Das Geld wird knapp. Aber einen Supertank oder Zusatztank können wir uns aber trotzdem kaufen. Aber da so teuer ist er nicht. Da reicht es wohl. So, kaufen. So, und dann wollten wir noch die Walzel haben. Walze haben. Da habe ich mir jetzt eine runtergesucht. Ich glaube, die war das Gorgwin 3 Meter. Was war die? 3 Meter. Die war 4 Meter.
Nehmen wir die für 4 Meter. Mit Aufkleber. Ja, was haben wir noch hier? Design. Ja, können wir machen. Hauptfarbe. Pum, 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 pum. So ein bräunliches. Naja, sieht nicht gut aus. Ah, sieht schwarz schon besser aus. Kaufen. So, und dann müssen wir noch ein Kanister Spritzmittel haben. Herbizide. Reicht uns einer. Hoffe ich mal für die Fläche. Sonst müssen wir nochmal nachkaufen. So, wo haben wir das gute Stück denn stehen? Da hinten. So. Ups, da fahre ich ein bisschen schräg dran hier. So, wo haben wir jetzt hier den Anschluss? Aber da. So, machen wir den Tank eben einmal voll. So, hinten auch noch ein bisschen was drin. Gucken, wie viel da noch drin ist. Ah, das reicht. Das sollte genügen für den Anfang. Gehen wir jetzt mal eben gegen Unkraut eben spritzen. So. De. Langsam. Wir haben die ersten Eier, hatten wir auch schon gehabt. Die habe ich in der Garage eingepackt. Stimmt, auch wir haben diesen Fan, den wir eben am Hof da gesehen haben, hatte ich da auch noch gekauft. Das war auch zu dem Zeitpunkt, wo das ja alles nicht ganz so lief, wie ich das wollte. Hoffe mal, dass ich das Ganze jetzt irgendwie hinkriege, dass er mal wieder bei den nächsten Folgen, dass das da mal wieder richtig läuft. So. Machen wir den mal eben einmal so. Einmal auseinandernehmen. Dann bekämpfen wir mal das Unkraut hier. Damit uns das jetzt hier das auch nicht über Ohren wächst hier. Das sieht auch gut aus. Schnelles Mittel, wird schnell braun. Sollte dann alles kein Problem sein. Ja, ja. So groß ist das Feld gar nicht. Vielleicht setze ich auch dieses Feld und das andere Feld auch irgendwann mal zusammen, da wir dann zwei Felder haben. Also ein großes Feld kann man sagen. Nicht zwei Felder, sondern ein großes. Oder wir lassen das so, wie es ist. Mal gucken. Also groß ist es auf jeden Fall nicht, sehe ich gerade. Das ist, ja, andere Feld ist größer. Aber ich sag mal, Hauptsache wir haben ein Feld. Oder zwei Felder oder drei Felder besser gesagt. Wir haben jetzt mittlerweile ja drei. Womit wir ein bisschen Geld verdienen können später. Na,
spritzt man den Weg auch sofort mit, dann ist der auch sofort unkrautfrei. Das war alles berechnet. Jau. So, das sollte eigentlich ganz gut sein. Ich fahre hier vorne noch eben noch das kleine Stück nach eben hier. Dann haben wir die Arbeit auch schon mal erledigt. So, packen wir das Ding auch weg. Dann holen wir gleich mal die Walze. Walze. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Walze. Voll den Sprachfehler. Was ist denn los heute mit mir? Ist ja fürchterlich. Ja, die Spritze packen wir dahin, wo der Dünger auch ist, damit wir so einen kleinen Überblick haben. Hier, da ist der Fan, den ich mir da gekauft habe. Oder bei der Aufnahme daneben gegangen ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube die Aufnahme, nee, ich glaube die ist gar nicht veröffentlicht worden. Hatte ich gar nicht veröffentlicht. Die Aufnahme ohne Ton und ohne Bild, das war ja fürchterlich. So, fahren wir da raus. Eine enge Sache hier. Ach nee, jetzt passt der da auch nicht rein, oder was? Warte mal, doch, passt der wohl. Ich muss ihn nur einfach runter machen. So. Dann haben wir das auch schon mal. Da gucke ich mal eben ganz kurz. Wir hatten nämlich letzte Mal, oder ich hatte letztes Mal, ihr wart ja leider nicht dabei, weil das ja daneben gegangen ist mit Aufnahmen, angefangen Käse zu produzieren. So, mal gucken, wie weit der Käse da schon mal ist. Ob da schon was am Laufen ist. Ach, Cookie Dye. Unser erster Käse ist fertig. Ja, bin ich ja eigentlich mit. Packen wir das denn hin? Packen wir das da unten hin. Dann können wir unseren ersten Käse auch. Da wird Zeit, aber dann können wir ja bald im Hofladen hier rein. Käse, Eier haben wir ja auch schon, die ersten. Ja, dann bin ich ja begeistert. Ist da noch Milch drin? Da ist aber keine Milch mehr drin. Können ausschalten, da ist keine Milch mehr drin, ne? Nee, die Milch ist alle. Ausschalten. Ah, haben wir denn noch Milch? Gucken, was die Kühe, aber ich glaube nicht, dass die Kühe schon wieder so viel Milch gegeben haben, dass wir weiter Käse produzieren können. Ich glaube nicht. Gülle haben wir, zack, Milch. Lohnt sich noch nicht. Dann fahren wir jetzt eben zu unserem Händler und holen eben die Walze. Walze, siehst du, schon wieder Walze. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Walze immer komme. Auf die Walze. Ja, toll. Ich kann es glaube ich nicht mehr richtig aussprechen. Keine Ahnung, was los ist. So. Attacke hier.
glaube, da war die Pferdewiese, glaube ich, meine ich, davon an der Seite eben. Gucken, ob wir das Feld wenigstens heute fertig kriegen. Verzeihung. Oh, ich dachte, er wollte weiterfahren. Und dann müssen wir aber irgendwann mal mit der Maisernte auch mal anfangen. Ich hoffe mal, dass Mais bald reif ist. Seit September, ja gut, das dauert noch ein bisschen bis Oktober ungefähr, müssten wir wahrscheinlich, schätze ich mal, noch warten. Aber wir haben ja im Moment ja kein Season an hier, also kein Wetter. Also Wetter schon, aber was nicht auf das Wachstum stört. Vielleicht werden wir das irgendwann nochmal reinmachen. Müssen wir mal gucken. Wenn wir dann irgendwann mal das hier alles so weit haben, dass wir dann sagen, okay, jetzt lohnt sich das. Dann machen wir das natürlich auch. Mal eben gucken. Ja, doch, müsste eigentlich noch passen von der Straße her. Das Auto ist halt ein bisschen an der Seite fahren. Da kommt das erste Auto auch schon. Mal gucken, ob das... Oder knallt er da vor? Ne, der knallt er nicht vor. Also passt das. Müssen wir ein bisschen am Straßenrand fahren. Geht nicht anders. So. Dann kicken wir mal. Ich hoffe, dass man den Unterschied jetzt gleich auch erkennen kann, wo ich walze. Einmal eben rundherum das Vorgewende. Ja, doch, kann man ganz gut erkennen. Dann haben wir das Feld auf jeden Fall schon mal soweit fertig. Braucht das nur noch wachsen und gedeihen. Vielleicht später noch mal einmal mal düngen und spritzen vielleicht noch mal, aber gröbste Teil ist dann fertig. Sieht irgendwie komisch aus mit den Spuren hier, aber ja, muss wohl so. Ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Wünsche habt, was man für Hof Bergmann vielleicht als Mod vielleicht noch mal reintun könnte. Oder was man allgemein so vielleicht machen könnte, aber könnt ihr mir ja gerne anschreiben. Könnt ihr gerne Kommentare reinschreiben. Vielleicht sollen wir ja auch mal Ziegenkäse nochmal machen. Dann müsste man ein paar Ziegen eben kaufen. Ja, gucken wir mal, was die Zeit so bringt hier auf unserem Hof Bergmann. Wir haben ja jetzt noch viel Zeit. Können ja also ein paar Folgen hier locker drehen davon ohne Probleme, weil momentan macht mir diese Map auch richtig Spaß.
Wenn jetzt natürlich kann ich diese Map natürlich nur am Wochenende mal spielen, weil berufsbedingt natürlich immer lange arbeiten muss und dann abends dann ja geht natürlich erstmal das private Leben erstmal weiter. Und bevor man jetzt zockt, deswegen zocke ich wirklich nur immer samstags und sonntags oder an die Zeit das auch erlaubt. Ja, das heißt, wenn ihr diese Aufnahme jetzt hier gerade seht, wird es wahrscheinlich jetzt. Ja, es ist für mich ist es Sonntag. Sonntag nicht, Samstag. Stimmt. Sieht man, diese Aufnahme ist ja Samstag. So, machen wir noch eben einmal Runde. Drehen wir noch. Ja, machen wir noch einmal rundherum. Dann fahren wir einmal rauf und runter. Und dann haben wir das Feld ja auch schon fast fertig. Und da muss ich nachher mal gucken, was mit meinem OBS los ist. Warum der momentan bei manchen Sachen anfängt zu streiken. Das ist für mich ein bisschen ärgerlich. Aber den Fehler werde ich wohl finden. Ich hoffe, das neue Intro, was hier reinkommt, oder was hier gekommen ist, gefällt euch. Es ist einfach mal eine Testprobe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt. Könnt ihr auch gerne in den Kommentar mal reinschreiben, ob ihr das Intro gut findet oder ob das Intro zu langweilig ist oder vielleicht gar kein Intro machen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr wohl gerne sehen möchtet. Möchtet ihr, dass ein Intro vorkommt oder möchtet ihr lieber ohne Intro? Und wenn Intro, sollen wir die Standard-Intro mit der Kamera das machen, wie ich das am Anfang immer hatte? Oder sollen wir das Intro, was wir jetzt machen oder was wir jetzt drin haben, das war so ein Intro. Das heißt, dass man immer so ein Intro hat von dem, was im Spiel drin vorkommt. Das würde mich auch mal echt mal interessieren. Aber ich sag schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt hier mal die Bahn jetzt noch mal ein bisschen weitermachen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis